dann eben solche Leute kommen. Au! Der schon wieder. Dankeschön, Ingo, für die 100 Bits. Dankeschön. Und dann ist man halt da irgendwie bei kleben geblieben. Und ja, irgendwann kam dann halt auch so der Punkt, dass man YouTube-Partner wurde. Da war man natürlich stolz, ne? Also damals, als ich Partner geworden bin, da war das ja jetzt nicht so ein Ding, wo man sich da bewirbt und sagt, ja hier, hallo, guckt mal nach, ich würde gerne. Sondern man wurde von YouTube damals noch eingeladen, tatsächlich. Also, die sind dann auch nicht irgendwann aufmerksam geworden und haben gesagt, hier, komm, hast du Bock? Kannst du machen. Und dann konnte man halt auch ein bisschen Geld verdienen. Und damals, als ich angefangen habe, da konnte man auch noch Geld verdienen, muss man auch ganz klar sagen. Da ging das auch noch. Heutzutage ist es halt so, dass jeder, der einen Kanal hat, jeder, der so gewisse Anforderungen erfüllt, kann dann eben mit gewissen Voraussetzungen halt ein Konto einrichten bei Google und kann dann damit halt seine Werbegelder verdienen. Und ja, mittlerweile sind es wirklich noch Peanuts, ist halt einfach so. Während man damals, wo ich angefangen habe, tatsächlich so viel Geld bekommen hat, auch als kleiner YouTuber, also man musste da jetzt nicht schon 100.000 Abonnenten haben oder so, wo man dann wirklich seine Stromkosten, seine Unkosten quasi wirklich raus hatte. Das fand ich halt schon ganz cool. Irgendwo. Heutzutage bist du drauf und dran und musst drum kämpfen, dass du gerade als Berufs-YouTuber, gut, dazu zähle ich mich nicht. Ich habe einen normalen Beruf, ich gehe ganz normal arbeiten. Aber ich sag mal, solche Leute wie Debitor, Gronkh und etc. pp., die kämpfen halt wirklich um jeden Zuschauer, die kämpfen um jedes Abo und jedem Sub, dass die leben können. Ne? Klar, wie gesagt, ich stehe morgens auf, gehe in mein Büro, sitze da meine 8 Stunden am Tag ab und habe Geld verdient. Punkt. Ob ich was mache oder nicht, scheißegal, aber ich habe Geld verdient. So, und dann ist es halt so, wenn du eben Creator bist, und du machst nichts, du streamst nicht, dann kriegst du auch kein Geld. Ist einfach so, ne? Kriegst du kein Geld. Bei YouTube ist es nochmal so ein bisschen anders. Da machst du ein Video, kannst Werbung draufschalten und dann kriegst du jedes Mal, wenn einer dieses Video guckt und keinen Werbeblocker hat und nicht diese Werbung wegklickt oder sowas, dann kriegst du halt dafür auch Geld. Ach, Clay brauchte ich noch, ne? Ich wollte noch Clay abbauen, scheiße. Dann hast du halt Geld verdient. Und das ist natürlich auch nochmal so etwas, was man natürlich auch nicht außer Acht lassen sollte. Ne? Dass die Leute halt auch nur um ihr Überleben kämpfen, nichts anderes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde, glaube ich, für kein Geld der Welt Vollzeit YouTuber werden wollen. Weil das Geschäft einfach viel zu hart ist. Hä? Du kannst nicht schlafen. Na, das ist halt so der Knackpunkt. Oh, aua. Ja, reißt mich mal gegenseitig. Oh, zu dich. Ja, das ist halt so der Knackpunkt. Womit die großen YouTuber zurzeit so ein bisschen am Kämpfen sind. Server Info Guide. Okay, es gibt kein Essensdings oder sowas. Da frage ich mich, wie komme ich denn an. Wie komme ich denn hier an diese 3 Extraherzen? Wow! Bitte lecken Sie mich. Erfolgreich, Dankeschön. Dankeschön. Also, wie gesagt, wenn immer mal irgendwie einer, weil ich lese das immer wieder bei diversen Leuten unter den Kommentaren in sonst irgendwelchen Sachen, du bist doch nur geldgeil oder was auch immer. Denkt bitte einfach vorher mal drüber nach. Ich weiß nicht, ob ihr damit zugehört oder ob ihr halt auch Leute kennt, die sowas vielleicht auch einfach nur schreiben. Denkt einfach mal drüber nach, was die Leute da tun, wovon die leben, weil die leben ja auch nicht nur von Luft und Liebe.
Nur mal so ganz dezent angemerkt. Wow. Hallo Dias. Kommt zu mir nach Hause. Woodplanks. Das war natürlich nichts zum Füllen, ne? Weißt du was? Ballern wir hier so eine alte Fackel hin. Da kommen wir nicht. Das bräuchte ich. Das ist natürlich jetzt nicht verkehrt, ne? Wenn ich jetzt hier irgendwie so ein paar Steine hätte zum Auffüttern. Der Hund ist lauter als ich, ja? Die haben in der Regel auch ein bisschen ein paar Widerworte, die Hundis. Oh, echt? Habe ich so viel eingesammelt? Lull? Oh, tatsächlich. Okay. Black Quartz Ore. Oh. Ich weiß nicht, ob wir sowas jemals mal brauchen. Keine Ahnung. Ich kann es ja echt nicht sagen. Ich sammle das einfach mal alles ein. Okay. Ich habe gedacht, ich habe nachgedacht, ich habe gesagt, ich bin mal etwas vorsichtiger mit dem Ore-Excavate. Exkavate. So, sehr schön. Hatte ich hier nicht... Ach so. Ach lol, das war dieses Diamantenfeld, okay. Alles klar, das muss man einem doch mal sagen. Alles ist lauter als ich. Ah, warte, ich weiß. Nein. Halt. So, besser? Jetzt ist besser, ne? Weil ich war noch irgendwie... Wie gesagt, ich habe das Spiel nur installiert und gestartet. Ich habe es jetzt nicht irgendwie eingerichtet oder sowas. Ich habe halt einfach alles gemacht. War das die ganze Zeit schon so? Oder nur, wenn die Mobs da irgendwie in der Nähe waren? Da muss ich sagen, Entschuldigung. Ich wollte keinen ärgern. Niemand hatte die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ein Geräuschpegel zu erwürgen. Hallo Dias, willkommen. Wir haben schon 13 Dias. Let. Ja, das brauchen wir bestimmt auch mal irgendwann. Oh, das sieht mir so nach Lava aus. Okay, was bist du? Oh, okay. Da hinten ist eine Höhle. Okay, alles klar, dann gehen wir da auch nochmal irgendwann hin. Aber ich glaube, an Materialien habe ich jetzt erstmal genug zusammen. Ich wollte eigentlich, das war zumindest mein Plan. Das war zumindest mein Plan. Lol, kann ich hier durch die Wände gucken? Eigentlich wollte ich Clay zusammensuchen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl. Gibt's das hier nicht? Muss wir echt ans Wasser gehen dazu? Oh je, Mindy. Ja, aber echt, ey, ihr hättet wirklich früher was sagen können, ne? Muss ich auch mal so sagen. Nein, klar. Ist es denn die ganze Zeit schlecht gewesen? Oder konnte man zumindest zwischendrin ein bisschen was verstehen? So, dann machen wir die Pflaster machen wir hier rein. Ja. Ja, cool. There are monsters nearby immer noch? Ist es denn immer noch Nacht oder schon wieder? Ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, ja, wir brauchen echt noch Clay. Wir müssen... Oh, hallo.
Die Viecher schon wieder. Ich liebe es. Was haben wir überhaupt? Heute ist Sonntag, ne? Leute, wir haben schon 10:30. Warum sagt denn keiner was? So gerne ich, also so viel Bock das gerade mit euch macht, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ich muss leider aufhören, weil ich habe morgen Frühdienst. Eigentlich nur bei Mops wurde ich so leise. Ja, okay, alles klar. Ja klar, ist natürlich der Geräuschpegel hoch 3, ne? Ein Rare Draining Bear. Sitzt ja vorm Haus, wa? Alter Schwede. Nein, pass auf, Leute. So sehr ich auch Bock habe hier mit euch heute Abend, es macht richtig Laune. Leider Gottes muss ich aufhören. Ich muss morgen wirklich früh raus und bevor ich da im Büro irgendwo einpenne, ist es nicht gerade förderlich, auch wenn Karneval ist. Aber wir haben sehr viele Kunden aus NRW und die sind natürlich auch auf Arbeit und die wollen natürlich dann solche Typen wie mich dann erreichen halt, ne? Ich würde sagen, diesen Part habe ich mit aufgenommen, was wir hier gemacht haben. Ich schneide mir das so ein bisschen zusammen und schenke mir natürlich die ganzen 1000 Tode am Anfang, ganz klar. Aber es wird natürlich auf YouTube hochgeladen werden, definitiv. Und wir machen irgendwie, ja, weiß ich, spätestens nächsten Sonntag machen wir weiter. Ansonsten mache ich halt so in der Woche nochmal so eine, oder ich spiele offscreen und mache dann wieder nur so Zusammenstellungsfolgen im Endeffekt. Und spätestens nächsten Sonntag gibt es wieder Minecraft-Stream. Ansonsten Dienstag ist der nächste Stream. Wenn ihr Bock habt, ich habe Bock auf euch, sehen wir uns am Dienstag 20.30 Uhr wieder. Hier auf diesem Kanal. Und dann spielen wir, glaube ich, City Skylines, glaube ich, geht's weiter. Haben wir auch eine schöne Stadt angefangen. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen. Oh.